Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, ich muss hier jetzt erstmal kurz auf Pause drücken. Ich weiß ja nicht, was hier jetzt noch passiert. Wir hatten ja noch ein oder zwei Sachen, worum wir uns eigentlich kümmern wollten in der letzten Folge, bevor das dann hier alles passiert ist. Die Sache mit dem Brettspielen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Was ist das denn? Achso, es ist ein verlassenes Gebäude weit weg. Ich würde aber sagen, vielleicht spreche ich mal lieber mit ihm. Ich denke mal, ihm könnte gut was einfallen. Dann werden wir das erstmal machen. Für den Friedhof ist ja auch ganz gut gesorgt. Ich meine, da war sie ja jetzt auch schon mal öfter dabei. Und Conny hatte, glaube ich, auch noch was, ne? Melville wäre bestimmt glücklicher, wenn er Kontakt zu seinen Freunden hätte. Aber wer sind sie? Ja gut, und die Serie wollten wir ja auch noch zu Ende gucken, genau. Ich würde sagen, wir gucken erstmal die Serie zu Ende, damit das schon mal im Hintergrund laufen kann. Angela lebt irgendwo hier an diesem entlegenen Ort. Ich muss sie finden. Ach, das ist also der Neue, der wollte Angela finden. Aha, okay. Ja, dann wird's jetzt wirklich. Was macht er denn hier? Also, das ist schon klar, aber was hat er jetzt da hinten gemacht? Hat er den Reifen gewechselt eben? Ich weiß nicht. Der hat einen Stuhl hingestellt und dann irgendwas im Reifen gemacht. Oh, der Hund kriegt auch was zu fressen. Das ist schön, dass der zumindest nicht hier. Moment, der hat eine zweifarbige Hose an. Der erinnert mich so ein bisschen, sorry, wenn ich das so sagen muss, so ein bisschen an diese Hofnarren. Die haben ja damals auch immer mehrfarbige Hosen Hallöchen. angehabt. Und wer genau bist du? Ich bin LOL, Musiker. LOL. Ich schlage hier für ein paar Tage mein Lager auf, um mich inspirieren zu lassen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Warst du schon mal hier? Ich? Oh, nein, nein. Das ist der Fluch, wenn man so ein Allerweltsgesicht hat. Du hast dir leider einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Wirklich? Warum, wenn ich fragen darf? Das Dorf trauert. Wir haben kürzlich jemanden aus unserer Mitte verloren. Ein Unfall. Oh, nein, das tut mir leid. Davon wusste ich nichts. Ah, in dem Fall ist das vermutlich wirklich nicht der beste Zeitpunkt, aber ich habe an der Straße etwas gefunden, nicht weit von hier. Es gehört einer gewissen Angela aus Yesterby. Ihr Name steht drauf. Ach, sie ist diejenige, die verstorben ist. Oh. Dann ist es umso wichtiger, dass ich es ihrer Familie zurückgebe. Könntest du mir vielleicht den Weg zu ihrem Haus zeigen? Das Begräbnis ist noch nicht lange her. Du solltest ihre Eltern nicht wegen irgendeines Fundstücks belästigen. Verstehe. Ich werde sie einfach nur zurückgeben und dann weiterziehen. Oh nein, das wirst du nicht. Vergiss deine Pläne und verlasse diesen Ort umgehend. Ich weiß nicht. Es handelt sich um einen sehr persönlichen Gegenstand. Es wäre falsch, ihn zu behalten. Ach, wenn es sein muss. Aber sorg dafür, dass du kein unnötiges Leid verursachst. Das verspreche ich, Madame. Du findest das Bauernhaus am anderen Ende des Dorfes, nahe der Dorfeinfahrt. Verbindlichsten Dank. Okay, also ich kann schon verstehen, warum die ältere Dame hier, ich habe ihren Namen vergessen, das gesagt hat, aber. Ich bin ganz ehrlich, wer ist sie, um das beurteilen zu können, ob die vielleicht, also die Familie vielleicht genau das gerne hätten, also dass jemand, was auch immer es jetzt genau gewesen ist, der Familie das dann übergibt. Deswegen, ich finde es schon ein bisschen blöd, dass sie sich jetzt da so eingemischt hat. Der Typ kommt mir übrigens auch sehr nett rüber, muss ich dazu sagen. Wir schauen mal eben nach Galia. Ich habe eine Frage. Wäre irgendeine der leerstehenden Hütten hier als Bar geeignet? Als Bar? In Yesterby? Du hast mich schon verstanden. Und wer soll sie bauen? Ich überlege mir was. Also, gibt es eine? Nun,
Ich habe nicht die Zeit, herumzugehen und leere Häuser auf ihren Zustand zu überprüfen. Das müsstest du schon selbst tun. Hast du eine Idee, wo ich anfangen könnte? Nö. Okay, aber danke trotzdem. Ich habe nicht gerade geholfen, ne? Nee, hast du wirklich nicht. Sorry, aber so wirklich geholfen hat er nicht. Naja gut, dann bleibt uns wohl nur noch übrig, dass wir jetzt hier nochmal Statik überprüfen. Oder halt wirklich mit der älteren Frau hier sprechen. Ich vergesse immer wieder ihren Namen. Wie heißt sie denn jetzt hier? Henrietta, genau. Ich schulde Meville Dank dafür, dass er sich um das Loch in meinem Boiler gekümmert hat. Ach, hat er das schon gemacht? Ah, ich mische mich nicht in ihre Angelegenheiten ein und sie mischen sich nicht in meine an. Wieso ist sie jetzt Wut im Brand? Wegen dem einen Typen wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich stehe. Melville. Henrietta, was machst du hier? Ich bin gekommen, um mich zu bedanken. Bedanken? Wofür? Dafür, dass du den Boiler repariert hast. Ohne, dass ich dich gebeten hätte. Wie immer. Es ist mein Job, Yesterby so gut wie möglich zu erhalten. Und du erfüllst ihn großartig. Wie du es immer getan hast. Vielleicht. Aber es reicht nicht. Mein Sohn möchte hier weggehen. Der Junge ist von Tragödien umgeben, für die du nichts kannst. Es ist nicht wirklich überraschend, dass er nicht hierbleiben will. Wenn du das sagst. Ha, das tue ich allerdings. Sei nicht so hart zu dir selbst. Die Vision, die ihr alle hattet, als ihr hergezogen seid, scheint aktuell in den meisten von euch nicht mehr fortzuleben. Du bist vielleicht der einzige Mensch, der noch an die ursprüngliche Idee von Yesterby glaubt. Ich werde wieder heimgehen. Nimm meinen Rat an und gönn dir hin und wieder etwas Ruhe. Wir sehen uns, Henrietta. Ja, ich bin ganz ehrlich, den Eindruck hatte ich bisher auch schon, weil nachdem, ich glaube, es war eine Erinnerung von Angela oder so, wo dann erklärt wurde, dass die ja ursprünglich mal dahin gekommen sind, um ja ihre Kinder hier in Ruhe großzuziehen, friedliches Örtchen zu haben, wo man leben kann und so. Und irgendwie bricht mit der Zeit ja alles auseinander. Ich meine, sie könnten natürlich auch jetzt weitermachen. Sie könnten, ja, sinnbildlich gesehen eine Art Wiederaufbau machen. Auch wieder näher zusammenrücken. Bei einigen scheint das ja ein bisschen problematisch zu sein. Wobei der Trick mit Henrietta anscheinend ganz gut gewirkt hat, muss ich dazu sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz wegen der Statik gucken. Das könnte funktionieren. Hier ist genug Platz für eine Bar, ein paar Tische und sogar Regale für Brettspiele. Okay. Aber zuerst muss hier mal sauber gemacht werden. Ja, cool. Wahrscheinlich darf ich das jetzt sowieso wieder nicht machen, weil ich zu dem anderen jetzt wechseln muss. Ja, ich finde es immer schade, dass man dann... Oh. Ausfegen. Oh, doch, das können wir theoretisch als nächstes schon mal anklicken, wenn sie es denn jetzt wirklich angenommen hat. Ich finde es halt nur so schade, dass man hier nicht schon mal was anklicken kann und dann zu jemandem wechseln kann, weil das kann man ja sonst auch, wenn man auf Pause gedrückt hat. Aber gut. Verzeihung. Ja? Oh, sehe nichts? Es tut mir leid, wenn ich stören sollte. Ah. Seid ihr die Eltern von Angela? Sind wir. Ich bin Lol. Ich reise von Stadt zu Stadt, um Gitarre zu spielen und Inspiration zu sammeln. Das ist kein guter Zeitpunkt. Davon habe ich schon gehört. Mein aufrichtiges Beileid für das, was euch widerfahren ist. Was machst du denn hier? Ich will die Sache nicht schlimmer machen, als sie ohnehin schon ist. Aber ich habe mich gefragt, ob ihr angesichts eurer Situation Hilfe gebrauchen könnt. Ihr seid Bauern, richtig? Danke, Lol. Das ist sehr nett, aber... Was gäbe es da noch zu tun? Meine Tochter ist tot. Und meine andere Tochter treibt ziellos umher. Ich verstehe. Mir ging es ähnlich, als mein Bruder starb. Ich kann mit ihr reden, wenn ihr mögt. Vielleicht kann ich helfen. Ihr... etwas Hoffnung machen. Bitte? Wir kennen dich überhaupt nicht.
Ich kann gut mit Kindern. Bleib weg von Conny. Ich wollte wirklich niemanden verärgern. Das wissen wir. Aber es wäre das Beste, wenn du jetzt gehst. Also gut. Ich parke unten am Strand, falls ihr eure Meinung ändern solltet. Was hatte das denn bitte für ihn zu bedeuten? Es gefällt mir nicht, dass sich dieser Kerl an Yesterby aufhält. Ich glaube, er hat nichts Böses im Sinn. Ich will nicht, dass er Conny zu nahe kommt. Ich bin mir sicher, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Aber irgendetwas an ihm kommt mir bekannt vor. Wir sollten ihm einen Besuch abstatten. Ja? Ja? Kann ich ihn jetzt spielen? Kamera! Oh! Ich hoffe, da sind jetzt keine Nacktfotos drauf oder so. Aber sowas wäre natürlich gut, das an den Eltern zurückzugeben. Ich will ihn spielen können. Ich weiß aber nicht, vielleicht kann ich ihn ja auch tatsächlich spielen. Das klang nämlich so, als ob wir ihn gleich spielen können. Aber wir müssen ja hier... Du hast dich die ganze Zeit nicht gemeldet, Kleiner. Und jetzt auf einmal hast du hier irgendwas. Eli heißt er. Ich habe noch nicht mal seinen Namen mitbekommen. Arbeiten. Ich möchte helfen. Nein, es ist zu gefährlich. Das ist kein Ort für ein Kind. Keine Sorge, ich bin gut in sowas. Komm, du kannst jetzt nicht so gemein zu ihm sein. Er kann ja, keine Ahnung, was vorsingen und dir gute Laune bereiten, während du da am Hämmern bist oder sowas. Oder vielleicht mit anderen Kleinigkeiten helfen, aber ne? Ja gut, er ist überdreht, das ist nicht so eine gute Sache. Er sucht nach Aufmerksamkeit, ist auch nicht unbedingt so eine gute Sache. Aber ich sag mal, man kann ja ein Kind soweit beschäftigen dann. Wie geht's deiner Mom? Könnte besser sein. Das Begräbnis hat sie ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich schätze, so geht es allen. Die Sache ist nur, dass sie Angie nicht annähernd so gut kannte wie du. Es geht also wohl weniger um Angie. Es ist viel grundlegender. Eine Art allgemeine Furcht vor dem Tod. Bei meinem Dad ist das genauso. Ja? Ja, er hatte direkt nach dem Begräbnis das Gefühl, einen Herzinfarkt zu haben. Galia hat ihn durchgecheckt und fand heraus, dass es nur ein eingeklemmter Nerv war. Es war eine ziemlich knappe Sache. Es hätte beinahe dazu geführt, dass er mehr Sport gemacht hätte. Gute Geschichte. Das werde ich ihr erzählen. Was auch immer nötig ist, um sie aufzuheitern. Grüß dich von mir, wenn du sie siehst. Das werde ich. Danke. Nun gut, wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen das Hausboot fertigstellen. 5 Tage haben wir noch Zeit. Es ist an der Zeit, ein Design auszuwählen. Ja, das hatte ich. Ich habe es mir sogar extra aufgeschrieben, weil ich mir das eh nicht merken kann. Eine Aufnahme. Ach so, hier kann ich... Jetzt habe ich es vergessen. Moment. Shabby, schick oder sowas. Genau, das wähle ich jetzt aus. Komme, was wolle. Ich habe schon wieder vergessen, wie es aussah, aber komme, was wolle. So, er ist wütend. Wieso ist er jetzt schon wieder wütend? Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Blanche wird wissen... Achso, das war das mit dem Mathe-Test, mit das. Ich werde zeigen, dass ich mich um mich selbst kümmern kann. Ich brauche unbedingt einen Ort, der mein eigener ist. Wenn mir Bodies Dad hilft, bekomme ich vielleicht etwas Billiges. Achso, ja, genau, das wollten wir eigentlich machen, glaube ich. Das machen wir. Dann, ach ja, sie ist ja jetzt noch hiermit beschäftigt. Kann man das damit auch noch anklicken oder ist das dann was anderes? Wird mir gar nicht angezeigt. Wo bin ich denn? Ah, Moment, doch, hier unten. Ja, ich kann aber sonst nichts anderes mehr anklicken. Dann lassen wir das erstmal dann. Dieser Musiker unten an der Küste, er kam mir irgendwie bekannt vor. Ja, da gehen wir jetzt hin. Wir müssen ihn auf jeden Fall grüßen. Und mir ist es scheißegal, was ihr da verboten habt oder sonst was. Hat dir die Serie gefallen? Sie war nicht besonders interessant. Stimmt, sie ist nicht sehr gut gealtert. Aber wenn man sich die ganze Feldarbeit, das Einfangen der Pferde oder den Düngerunfall wegdenkt, bleibt eine Geschichte über eine Gruppe von Typen, die sich zu jeder Tageszeit gegenseitig an die Gurgel gehen. Die es aber trotzdem auf magische Art und Weise miteinander aushalten. Steve bringt sie eben wieder zum Lachen, wenn sie sich schrecklich fühlen. Ja, der Kerl ist ein echter Held.
Übrigens, wusstest du, dass es eine Pilotfolge gibt, die niemals ausgestrahlt wurde? Eigentlich hätte alles dramatischer und weniger entspannt sein sollen als die Serie, die sie dann letztendlich produziert haben. Vor allem deswegen, weil Steve in dieser Folge ein völlig anderer Charakter ist. Ich habe sie in deiner Streaming-App nicht gesehen. Ja, die haben sie auch nicht. Aber ich werde mich mal ein wenig umhören. Du hast doch noch einen alten Videorekorder zu Hause, oder? Ja. Spitze, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich sollte mich bei Lay bedanken. Okay. Ich will aber mich nicht gerade nicht bedanken. Ich will, dass du jetzt ihn grüßt. Mann, mach doch mal weiter hier. So, was geht schneller? Das vielleicht, keine Ahnung. Boderino, es gibt da etwas, wofür ich deine Connections brauchen könnte. Okay. Und wirst du mir auch sagen, worum es geht? Ist dein Dad immer noch Immobilienmakler? Planst du ein Haus zu kaufen? Nicht direkt. Ich brauche ein Zimmer in der Stadt. Ein Apartment, ein Zelt, du weißt schon, eine Bude. Klingt, als müsstest du dringend weg. Ja, ich gehe weg, aber es drängt nicht. Noch nicht. Mein Dad ist als Makler nicht für die Vermietung von Wohnungen zuständig, weißt du? Aber er kennt vielleicht jemanden, der jemanden kennt, nicht wahr? Das könnte durchaus sein. Wie groß ist denn dein Budget? Budget? Zack, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich meinem Dad sage, er solle mal herumfragen, wenn du mir nicht genau beschreibst, was du dir überhaupt leisten kannst. Nicht einmal meine Verbindungen können sich dem unsichtbaren Griff des Marktes entziehen. Wäre das Adjektiv knapp als Beschreibung meines Budgets ausreichend? Okay, ich werde ihm sagen, er solle sich auf das untere Preissegment konzentrieren. Trotzdem werde ich für den Beginn vorab ein wenig Geld für die erste Mietvorauszahlung und die Kaution brauchen. Verstanden. Ich habe ein paar Ersparnisse, aber die werden wohl nicht ausreichen, schätze ich. Ich werde versuchen, ein wenig Geld aufzutreiben. Spitze. Komm wieder zu mir, wenn du es hast. Bis dahin weiß ich schon Bescheid. Danke. Du wirst mich bald wiedersehen. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich meine, es scheint ja wirklich komplett planlos zu sein irgendwie. Was ist denn schon wieder mit der Mutter hier? Das war's schon. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie dieser abscheuliche Kerl, der soll wieder raus aus unserem Dorf oder sowas. Ich werde Jaspers Abscheulichkeit von einem Projekt stoppen. Es ist ein Erfolg gegen alles. Achso, das stand ja vorher schon da, ne? Der Friedhof ist in einem schrecklichen Zustand. Warum kümmerst du dich dann nicht um den Friedhof, anstatt dass du jetzt hier sitzt und in Selbstmitleid zerfließt? Das hilft einfach niemandem. Was soll's? Machen wir Mom glücklich und nehmen wir die Vintage-Variante. Okay. Gute Entscheidung. War das auch dein Favorit? Nö. Aber ich krieg das trotzdem hin. Cool. Also gut, dann weiter so. War das auch deine Entscheidung? Nö. Der ist cool. Hallo. Oh, hallo. Du hast nach mir gefragt? Keine Ahnung. Aber weiß die das? Hab ich? Bist du Conny? Ja. Deine Eltern wollen nicht, dass ich mit dir spreche. Aber ich habe etwas gefunden, das eventuell deiner Schwester gehörte. Ihr Name steht drauf. Meine Kamera. Ich habe sie auf dem Weg hierher gefunden. Direkt neben der Straße. Ich hatte sie also dabei. Nein, Schwesterherz. Es ist die Wahrheit. Er war es nicht. Ja. Bist du beschäftigt? Das ist ihre. Willst du was unternehmen? Sie ist alt. Ja, bin ziemlich aber beschäftigt. In sehr gutem Zustand. Sie muss Mach ihr ich, sehr wichtig wenn ich gewesen hier sein. Bin. So wichtig wie mein eigenes Augenlicht. Ich möchte sie gerne zurückgeben. Nichts hat mir so viel Hoffnung bereitet wie meine Kamera. Aber was sollen wir damit anfangen? Alle anderen könnten Hoffnung viel mehr gebrauchen als wir, nicht wahr? Sie braucht sie jetzt nicht mehr. Verstehe, aber deine Eltern vielleicht? Mom und Dad sollten sie besser nicht bekommen. Mhm. Das könnte den umgekehrten Effekt haben. Es würde sie traurig machen. Und du siehst aus, als würdest du sie auch nicht wollen. Weißt du, als ich in deiner Situation war, war ich froh über Erinnerungsstücke wie dieses. Sie machten es nicht einfacher, aber sie erinnerten mich an gute Zeiten, gaben mir sogar Hoffnung.
Fällt dir sonst jemand ein, der sie vielleicht haben will? Irgendwelche Freunde, Familie? Gib mir eine Handvoll Namen und ich schaue, ob ich sie finden kann. Gaia, Zack, River. Sie haben immer noch damit zu kämpfen und könnten ein wenig Hoffnung gebrauchen, nicht wahr? Es gibt ein paar Leute. Okay, gut. Und die wären? Gaia. Oder River. Oder Zack. Sie sind alle darin verwickelt. Verwickelt? Inwiefern verwickelt? In ihren Fäden. Ich wollte ihnen helfen, aber ich schaffe es einfach nicht. Sei nicht so hart zu dir selbst. Ich bin mir sicher, du gibst dein Bestes. Keine Ahnung. Ich sag dir was. Wie wäre es, wenn ich Angelas Kamera fürs Erste behalte und wir finden es gemeinsam heraus? Finden was heraus? Wer sie bekommen soll. Wer sie am meisten brauchen könnte. Wie könntest du dabei helfen? Du kennst sie alle nicht. Und du hast auch Angie nie getroffen. Das stimmt. Aber als Musiker habe ich ein gutes Gehör. Vielleicht reicht es, genau genug hinzuhören, um herauszufinden, wo diese Kamera hin will. Er hat recht. Es ist einen Versuch wert. Du hast allerdings recht, was die anderen angeht. Ich kenne niemanden von ihnen. Darum brauche ich deine Hilfe. Komm ab und zu mal vorbei und erzähl mir von diesen verwickelten Leuten, ja? Dann können wir sie Faden für Faden losschneiden. Das kann ich tun. Wunderbar. Dann lass uns dieser Kamera ein Zuhause suchen. Danke. Ich muss jetzt mal gehen. Tschüss. Alles klar. Tschüss, Conny. Haben wir ihn gerade freigeschaltet? Haben wir? Er hat jetzt auch so einen hellen Hintergrund. Oh, sag mir bitte, wir haben ihn freigeschaltet. Ja. Sie weiß ich nicht. Ich meine, was soll sie mit der Kamera? Ich denke mal, sie kommt ja so eigentlich auch ganz gut klar. Bei Zack bin ich mir nicht sicher, weil der ist das genaue Gegenteil eigentlich oder macht immer das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich in dem Moment denkt. Also, ich bin kein Experte für Teenager, sagen wir es mal so. Und das Problem ist ja, dass Teenager eine ganz andere Sichtweise auf das Leben haben, sowohl das Leben wie auch den Tod und alles andere, wie Erwachsene. Erwachsene haben halt mehr Erfahrungen, Erwachsene, ja, ich sag mal ganz blöd, sind gebeutelter, dass sie mit manchen Situationen besser umgehen können. Nicht alle natürlich, aber viele. Und sind oder sollten zumindest wesentlich stressresistenter sein als Jugendliche. Deswegen verstehe ich schon, dass er da komplett emotional und komplett, scheinbar ohne Sinn reagiert. Scheinbar wohl bemerkt. Ich weiß aber nicht, ob ihn das noch mehr runterzieht, wenn er diese Kamera bekommen würde. Oder ob es ihm vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung geben würde, weil zum Beispiel irgendwelche Bilder da drauf waren, die beiden verbinden. Weil er meinte ja, dass sie wohl mit ihm verabredet war an dem Tag. Also ich vermute, dass er die Kamera bekommen soll. Genau, River war sie. Die ist jetzt im Moment sowieso genug beschäftigt hier mit dem Hausboot und so weiter. Also die braucht da nicht, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen drum zu machen. Also ich persönlich würde sagen, dass wir die Kamera an Zack geben. Die Frage ist, wann können wir das so einstellen? Das ist lächerlich. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es ist vollbracht. Zeit, Lee mal ordentlich zum Lachen zu bringen. Ja, ich prophezeie mal, sie wird total gerührt sein, wird sie umarmen und das Ganze zwischen den beiden wird dann noch intensiver werden. Oh Leute, ich wollte noch was einstellen. Kann ich jetzt schon wieder nicht, oder? Nach Hause schicken, ihr die Strandhütte zeigen. Ach so, die ist ja noch... Oh, stimmt, Entschuldigung. Der Friedhof ist noch nicht ganz fertig. Irgendwelche Neuigkeiten, was die Inneneinrichtung betrifft? Yep. Shabby Chic ist das neue Schwarz. Alles klar. Dann werde ich die Bestellung mal aufgeben. Übrigens, falls Pia mit dir über das Projekt reden will, dann schick sie zu mir. Ist sie wieder zornig? Nein, ich bin nur paranoid. Die Angst ist eine gute Motivationsquelle, weißt du? So bleibt man am Ball. Im Ernst, Dad. Ich weiß nicht, was herablassender ist. Deine Vorwürfe oder dein völlig überzogener Pep-Talk. Ich möchte eben, dass meine Tochter das Beste aus sich herausholt. Was ist daran falsch?
Ich bin raus. Wir sehen uns später. Ja, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich es wissen. Ja, wir können ihn steuern. Ich habe Conny versprochen, dass ich jemanden finde. Ihr meine Kamera geben. Nein, ja, also... Ja, da müssen wir mit Conny weitermachen. Moment. Muss mehr über die Leute erfahren, die immer noch mit Angela verbunden sind. Ach so, die ist einfach abgehauen, ohne von... Oh, dein Ernst jetzt. Okay. Du gehst jetzt mal schön wieder zurück, Fräulein. Du erzählst ihm jetzt was über die Leute. Das kann doch nicht sein hier. Ich wollte eigentlich zu Zack. Ich verstehe nicht, wie du es aushältst, hier zu leben. Es hat tatsächlich etwas gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Jetzt ist es eigentlich ganz leicht. Ich musste nur die Einstellung loswerden, ständig etwas erreichen zu müssen. Aber was genau siehst du dann in Yesterby, das ich nicht sehen kann? Alles ist so ruhig und charmant. Vor allem natürlich die Leute hier. Man muss es doch einfach lieben, wenn man alle hier mal kennengelernt hat, oder? Naja, aber irgendwann erreicht man eben den Punkt, an dem man alles, was es hier zu tun gibt, schon mal gemacht hat. Mit allen, die hier leben, schon mal gesprochen hat und ein Gefühl dafür entwickelt hat, wer diese Leute wirklich sind. Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich diesen Punkt noch nicht erreicht habe. Gallia hat mich erfolgreich daran gehindert. Alles ist so viel einfacher, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Oh, es tut mir so leid. Schon gut. Es freut mich, dass du jemanden hast, der für dich da ist, Lee. Und wie auf Kommando stehen wir neben ihr und wir müssen jetzt den Ort wechseln. Äfft euch doch. Och Mann. Schön, dich zu sehen. Willst du mir von den anderen erzählen? Ja, von Zack. Wer ist das? Er war mit Angie zusammen. Oh, wow. Armer Kerl. Er will Yesterby verlassen. Er hat zuvor auch schon seine Mom verloren. Das ist hart. Zack und sein Dad reden nicht sehr viel miteinander. Er bereitet alles für seine Abreise vor. Vielleicht ist es das Beste. Manchmal braucht es eben einen Tapetenwechsel. Ich mag es, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind. Weißt du, als ich von zu Hause wegging, hatte ich richtig Angst. Aber am Ende des Tages war das die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Jetzt sind es nur noch ich, meine Gitarre und was auch immer mich hinter der nächsten Ecke willkommen heißt. Zack spielt ebenfalls. Angie mochte es sehr. Er ist Musiker? Wir könnten zusammen jammen. Vielleicht hilft ihm das ein wenig. Du kannst es versuchen. Ich denke allerdings nicht, dass es ihm eine große Hilfe sein wird. Manchmal reicht ein kleiner Spalt, durch den das Licht hineinkommt. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Ich muss gehen. Tschüss. Danke, dass du mir das erzählt hast, Conny. Wir sehen uns. Komm, der macht doch nachher noch das Lied am Ende von dem Spiel, oder? Vielleicht sogar mit Zack zusammen, wer weiß. Was jetzt? Nach seinen Freunden erkunden. Ich will mich nicht mit dem... Da. Nein, ich will doch... Ganz ruhig. Hast du mal einen Moment? Für dich habe ich alle Zeit der Welt. Großartig. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Oh? Oh? Zack, eingefroren. Ich will auch nur erleben, was jetzt hier... Keine Reaktion sonst. Sie geht jetzt einfach ohne zu reden hinter der her, oder was? Na gut, dann wechseln wir die Szene. Hey, Was ist denn? Tja, ich habe eben eine E-Mail erhalten. Unabhängig von der Qualität unseres Vorführmodells, und ich bin sicher, dass es über die Maßen großartig sein wird, müssen wir einsparen. Deutlich. Okay. Gut, dass wir für diesen Fall vorausgeplant haben, nicht wahr? Ich befürchte, dass weniger Boote nicht ausreichen. Unsere Umsatzziele bleiben immer noch dieselben. Nur müssen wir mit weniger Schritten dorthin kommen. Wie?
Und ganz im Ernst, warum? Geld kommt und geht. Am Ende des Tages geht es einfach nur ums Geschäft. Wir arbeiten bereits am absoluten Minimum. Ich bin sicher, wir werden einen Weg finden. Ich werde mir die Zahlen mal ganz genau ansehen. Sag mir einfach Bescheid, falls dir etwas einfällt, okay? Okay. Spitze, wir reden später weiter. Okay, also erstmal, wem ist noch aufgefallen, dass der Kleine sich hier am Ärgern ist? Ich vermute mal, dass es nicht um den Fernseher ging, sondern darum, dass er nicht in Ruhe Fernsehen gucken konnte. Und alle hier im Haus um ihn herum am Plappern sind, obwohl er halt nur diesen einzigen Fernseher hier hat. Der arme kleine Junge, niemand beachtet ihn, nur noch nicht mal beim Fernsehen lassen sie ihn alleine. Ja, dann haben wir die Sache mit der Belegschaft. Achso, ich bin Jasper, sagt das doch. Ich wollte doch mit ihr eigentlich. So, dem Projekt geht es langsam das Geld aus. Ich muss einen Weg finden, die Kosten zu reduzieren. Wie machen wir das Ganze denn? Fragen, wie man Kosten reduzieren könnte. Fragen, wie es hier geht. Ist auch nicht gerade unwichtig, ne? Wie geht's ihr denn überhaupt? Moment. Nee, wo ist denn die? Ach, da. Sie ist soweit okay. Tun wir das Richtige, so wie es aussieht, könnte die Bootslounge den Leuten mehr Schaden als Nutzen. Den Bau der Lounge zu leiten, ist keine einfache Aufgabe. Ich muss für River da sein, damit sie es zu Ende bringen können. Ach, die macht das für die Tochter. Ich dachte, die macht das für den Mann. Aber gut, ist okay. Ich meine, es ist Familie. Eli ist so wild wie immer. Ich muss die Fassade vor ihm aufrechterhalten. Oh, es sind ein paar Minuten für mich zu viel verlangt. Nein, sind es nicht. Ach so, ich darf sie ja nicht spielen. Wir müssen Yesterby jetzt zusammenhalten. Ich muss weiter lächeln, egal wie ich mich fühle. Aber sie ist ja eigentlich okay soweit. Entsprechend würde ich sagen, fragen, wie man die Kosten reduzieren könnte. Oh, ich will ihn eigentlich nicht damit belasten, aber wir schicken sie mal zu ihm, weil mit dem Vater hat es ja gerade gesprochen. Wenn er eine Ahnung davon hätte, dann würde er sagen, wie man die Kosten reduzieren könnte. Bodhi braucht einen Vorschuss. Ja, das ist für ihn, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen das Wichtigste. Will er jetzt das Geld eintreiben oder was? Fragen, ob sie mir Geld leihen kann. Sonst geht's was nehmen. Den Verkauf in Erwägung ziehen. Üben. Vielleicht kommst du ein bisschen runter. Wenn du übst. So. Anbieten, ihm ein paar Dinge auf der Gitarre beizubringen. Das passt perfekt. Der will sowieso ein bisschen üben. Das sieht so schön aus, ne? Aber warum ist der Hund eigentlich so... Ne? Wer sich mit Hunden auskennt, der steht ständig mit einem senkrechten Schwanz da. Ich weiß nicht, was das für eine Hunderasse ist. Es gibt ja ein paar vereinzelte Hunderassen, da geht es nicht anders. Also die können den Schwanz auch nicht runter machen, auch wenn die total relaxed sind. Und eigentlich sieht er ja relaxed aus, aber irgendwie, ja, zeigt seine Körperhaltung, dass es nicht so ist. Ah, Ubuntu. Mir wäre bestimmt glücklich. Achso, Laune muss mehr über die Leute erfahren. Ja, das können wir aber später machen. Das ist kein Problem. Wir lassen jetzt erstmal weiterlaufen. Bei ihr ist ja eigentlich... Obwohl, naja, gut. Moment, wir könnten bei ihm nochmal erkundigen. Wir haben ja gerade so die Zeit. Ich würde aber gerne wissen, wie es hier weitergeht. Oh, hi. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ist das dein Ernst? Ich glaube nicht. Ich bin Lol. Ich reise mit meinem Bus umher und werde ein paar Tage hierbleiben. Ah, ein neues Gesicht ist hier immer willkommen. Wo wir gerade davon sprechen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dich schon mal gesehen habe. Oh, jetzt weiß ich es. Du siehst genau wie Morgrith der Stratege aus. Er verliert nie den Glauben, nicht mal im Angesicht größter Not. Du bist nicht zufällig eine Miniaturausgabe von ihm, oder? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wovon du redest. Dann vergiss es einfach. Ich bin Lee. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Lee. Wir sehen uns. Nebenbei, ich habe auch nicht den leisesten Schimmer, wovon er eigentlich redet. Was ist denn jetzt mit deiner Freundin? Die möchte dir was zeigen und du laberst hier mit irgendeinem fremden Typen. Aber sie geht dahin. Ich hoffe, dass sie jetzt hinterherkommt. Es geht ja gar nicht hier. Ich habe eine Frage. Ja, aber sie war doch als Erste da, oder nicht?
Wer war denn in Yesterby mit dir befreundet? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Wann wird es dir denn besser passen? Kann ich nicht sagen. Jedenfalls nicht jetzt. Schon gut. Ich werde einfach hier warten. Genau, stell dich an die Wand, warte. Hey, wir müssen vielleicht die Entwicklungskosten ein Hallo, bisschen hallo, hier bleiben. Hast du eine Idee, wie wir alles ein wenig günstiger machen könnten? Streichen wir die Solaranlagen. Aber wir wollten doch so nachhaltig wie möglich sein. Du hast mich gefragt, wo wir einsparen können. Das ist der einzige Weg, der mir auf die Schnelle einfällt. Er ist ein bisschen extremst gestresst gerade, glaube ich. Ne? Wo ist er denn hier? Grimmig, ja. Er ist ja den ganzen Tag sowieso grimmig. Ich meine, er hat keine Bretter mehr. Er muss erst neue machen. Dann soll er das doch mal machen. Ich möchte gerne steuern und denen zeigen, wie man das macht, was sie machen müssen. Aber irgendwie tun die das ja nicht. Ah. Na? Die Hütte? Was führst du im Schilde, Mädchen? Du musst schon reingehen. Jetzt bin ich ganz schön neugierig. Ich auch. Ich bin gespannt. Wow, es ist so leer. Du musst dir dort drüben eine Bar vorstellen. Hier ein paar Tische, da hinten eine Küche, Strom, Rohrleitungen, ein dichtes Dach. Eine Bar? Ja, eine Brettspielbar. Hast du dir das nicht immer gewünscht? War das hier nicht mal das Atelier von irgendeinem Künstler? Was ist mit all seinem Zeug passiert? Ich habe es weggebracht. Das ist so süß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber wer wären meine Gäste? Alle, die Brettspiele mögen. Ich weiß nicht. Es war eine dumme Idee. Nein, nein. Ich liebe sie. Ich weiß nicht, ob es eine Bar sein muss, aber Brettspiele sind schon eine ziemlich gute Idee. Ich tüftle bereits an ein paar Ideen, aber alle davon brauchen Zeit. Und ziemlich viel Verständnis von dir. Oh je, Mine. Ja, ich wusste es. Ja. Du hast gerade die Büchse der Pandora geöffnet. Ach du Scheiße. Das wird großartig. Ein Ort für mich, für dich und mich. Mach Lea ein Geschenk. Ah, oh, ist das schön. Halt, stopp. Moment, er ist ja auch noch auf dem Weg hier. Wieso ist er jetzt hier am Spielen? Hallo? Du sollst hier nicht alleine spielen? Ich habe gesagt, du sollst ihm... Hä? Alter, du hattest eine Aufgabe. Was ist denn daraus geworden? Ja, toll. Dann überspringen wir einfach alles. Jetzt ist mir alles egal. So, jetzt ist mir alles egal. Dann überspringen wir einfach alles. Der Typ hatte eine Aufgabe, da sollte ihm eigentlich ein paar Tricks beibringen. Und ich denke mal, dass man das dann auch mitbekommen hätte, indem man dann da halt hingeklickt hätte. Aber jetzt sitzt er da seelenruhig allein und ist da am Singen und so. Und nee, das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Aber die beiden finden wieder so ein bisschen mehr zueinander. Das finde ich sehr gut. Ja, sie sollte auch mal was essen. Genau, sie hat den ganzen Tag schon wieder nichts gegessen. Ne? Wahrscheinlich hier die Mutter wahrscheinlich auch nicht. Schauen wir mal. Der Rückhalt geht zurück. Das ist ja totaler Quatsch. Alle haben so viel Rückhalt bisher gezeigt. Und bei ihr geht das zurück. Wieso das? Die muss man manchmal nicht verstehen. Aber gut, sie ist auch zugegebenermaßen diejenige, die die meiste Trauer hat. Ihr dürft gerne auch miteinander reden. Hallo? Boah, ich könnte nicht einfach so essen und gar nicht miteinander reden. Jetzt ist er sauer, weil er sich vor den Fernseher gesetzt hat, der eigentlich ausgeschaltet war und sie dann angemacht hat, oder was? Was war das denn gerade? So, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt als nächstes hingehen sollen, ehrlich gesagt. Sind das eigentlich jedes Mal die gleichen Erinnerungen, wo wir dann eine andere jeweils aussuchen können? Ich will es hoffen.
gucken wir mal eben. Das kommt man doch irgendwie anzeigen. Hier. Erster Tag in Yesterby. Genau, das ist immer das Gleiche, ne? Das ist gut. Willkommensparty. Da kriegt man aber wieder eine andere Aufgabe, oder nicht? Was? Zeig mir das doch an. Daran erinnern, dass Lei Bodhi vermisst. Lei schien ihr neues Dorfleben sofort zu genießen, nachdem sie hierher gezogen war. Sie half Galia dabei, die Gewächshäuser zu pflegen und meldete sich freiwillig, Blanche in der Schule zur Hand zu gehen. Sie hat sich jedoch nie wirklich an das Leben am Rande der Welt gewöhnt. Und es gab Momente, in denen man es ihr anmerkte. Hallo. Du siehst das hier gar nicht. Was ist los? Mein Großer hat mir eine Postkarte geschickt. Sein Vater hat ihn auf eine Insel im Mekong mitgenommen. Die hat geraucht. Er isst den ganzen Tag süßen Klebreis und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Ich werde ihn nie wiedersehen. Du bist doch nur niedergeschlagen, weil er nicht hier ist. Das bin ich. Was, wenn er nicht zurückkommen will? Er liebt dich. Er wird zurückkommen, um mit seiner weinerlichen alten Mutter zusammen zu sein. Das sollte er besser tun. Aber wir wissen beide, dass sein Vater hier alle Trümpfe in der Hand hat. Es wäre wesentlich einfacher, wenn Yesterby ein tropischer Strandort wäre, wo man an den Wochenenden in der Sonne liegen könnte. Und nicht ein Ort, an dem man sich mitten im Sommer eine Erkältung holen kann. Oh. An den Wochenenden in der Sonne liegen. Genau das könnte ich jetzt brauchen. Sie wollte mir nicht glauben, als ich ihr erzählt habe, dass wir manchmal stundenlang in der Sonne liegen. Nicht, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte, schätze ich. Das ist hier nicht drin, ne? Ich würde dir gerne dabei helfen, in der Sonne zu liegen, aber ich darf sie ja wieder nicht steuern. Du siehst so müde aus, Schwesterherz. Soll ich dich heute Abend in Ruhe lassen? Nein, du musst bleiben. Ohne dich ist alles nur noch schlimmer. Also gut, ich hasse es, nur dich so zu sehen. Okay, ja, und wie das dann so üblich ist, und diesmal drücke ich ganz schnell rauf, bevor doch wieder irgendwas anderes passiert, werden wir jetzt hier wieder einen kleinen Cut machen. Ich finde das immer gut, dass man so am Ende des Tages einen Cut machen kann. Aber ihr habt sicher auch bemerkt, ich glaube, die erste Folge war so 25 Minuten oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Da konnte man noch nicht so viele Leute spielen und mittlerweile pendeln wir uns so bei 45 Minuten pro Tag ein, weil es einfach viel zu viel gibt, was da alles so passiert. Und dann will man vielleicht noch was sagen oder was überlegen und ja. Irgendwie ist das dann immer alles ein bisschen chaotisch, beziehungsweise es wird immer länger, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob euch die Folgen zu lang sind oder ob das okay ist für euch oder ob es einfach genau richtig ist, dass dann immer so nach einem Tag hier gecuttet wird. Und ja, eure Meinung interessiert mich natürlich brennend. Nichtsdestotrotz müssen wir leider hier, wie gesagt, einen kleinen Cut machen. Ich bin jetzt selber total begeistert und will jetzt wissen, was mit dem Neuen hier ist. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. So ähnlich wie Lol. Hieß er Lail oder so? Ich weiß es nicht mehr. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ob wir es irgendwie schaffen sollten, mit Zack in Kontakt zu kommen, ihnen vielleicht ein bisschen zu helfen und... Ja, ich finde immer noch, ihm die Kamera am besten zu geben. Also klar, Conny könnte sie sicher auch gebrauchen, aber sie hat selber ja schon gesagt, ich brauche die Kamera nicht. Und ganz ehrlich, sie hört ja noch ihre Schwester, wenn sie wirklich ihre Schwester ist und nicht irgendwelche gruseligen, dämonischen Stimmen oder so. Nein, wir gehen natürlich davon aus, dass es die eigene Schwester ist oder die Seele der Schwester, wie auch immer. Und ja... Da Zack hier das größte Problem in Anführungszeichen aktuell ist und ja, er halt eben auch gesagt hat, es wusste niemand, glaube ich, hat er gesagt, aber er war derjenige, mit dem sie sich abends treffen wollte. Und vielleicht gibt ihnen das ja einen positiven Anreiz mit dieser Kamera. Vielleicht sieht er irgendwas, vielleicht... Hat sie irgendwas vorbereitet, wo er dann hingehen kann, wo er sich an sie erinnern kann? Vielleicht wird er aber dadurch noch wütender oder so. Also er ist so unberechenbar, ich habe absolut keine Ahnung.
Wie dem auch sei, ich hoffe, dass wir es in der nächsten Folge rausfinden werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.